zu einer ganz besonderen Aktion lud der Lions Club Schladming. Im Autohaus Czernitz und Bromberger wurden die Autos von den Mitarbeitern winterfit gemacht. Und dies alles für einen guten Zweck. Sich in den Dienst der sozialen Sache zu stellen, gehört definitiv unterstützt. Und so fand der Lions Räderwechsel Samstag regen Anklang in der Bevölkerung. Ja, ich habe ganz spontan erfahren, dass bei den Brombergers zugunsten der Lions heute ein Reifenwechsel ist. Und habe mir gedacht, für die gute Sache tue ich das auch heute. Ich bin zum einen seit bald 15 Jahren Lions-Mitglied, zum anderen habe ich mein Unternehmen da in Gröbming. Kennen Robert Bromberger seit Jahren, seine Freundschaft verbindet uns. Wir haben unsere Firmenauto natürlich beim Robert und das nehme ich zum Anlass, dass ich Firmenauto, Privatauto eben da heute die Räder wechseln. Die Aktion finde ich absolut toll für die Lions, weil wir einfach versuchen, auch in der Zeit, wo Corona ist, Wege zu finden, dass wir entsprechend unterstützen können. Und das ist eine ganz spontane und eine tolle Aktion, die ich gerne unterstütze. Der Erlös geht 1:1 an den Lions Club, der dadurch in Not geratene Enstaller unterstützen und ihnen direkt helfen kann. Eben der gute Zweck ist mir ganz wichtig und ob ich es jetzt selber mache und dann habe ich mir gedacht, da lasse ich doch lieber den guten Zweck zukommen und lasse meine Räder professionell vom Autohaus wechseln. Ja, ich habe von der tollen Aktion in Facebook mitbekommen und dachte, okay, ich habe heute eine halbe Stunde Zeit, ich komme mit meinem Radl vorbei und lasse mir Winterreifen aufziehen. Nein, Scherz beiseite. Ich finde es echt eine tolle, gelungene Aktion. Schön, dass ihr es macht und ich werde mich mit einer kleinen Spende natürlich einstellen. Dass so ein Werkstattbesuch auch richtig Spaß macht, dafür sorgte der Lionswagen. Gestärkt mit Weißwürstel und Kaspressknödel konnte man sich am Eisstocktisch ebenfalls auf den kommenden Winter einstimmen. Aufgrund der regen Nachfrage und des positiven Resümees zeigte man sich an diesem Tag vor allem dankbar. Wie gesagt, es war eigentlich ein großer Erfolg heute und bin ich froh, dass wir da ein bisschen was eingebracht haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Kunden. Ich hoffe ja, dass das nächste Mal wieder so in Anspruch genommen wird. Und auch bedanken bei meinen Mitarbeitern, die was das super durchgeführt haben. Liebe Mitarbeiter, recht herzlichen Dank, dass ihr heute kostenlos gearbeitet habt für uns, für den Lions Club. Ohne euch war das überhaupt nicht möglich gewesen. Ich denke, der erste Reifenwechsel Samstag des Lions Clubs war ein voller Erfolg. Die Reifenwechselaktion fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Aber die Lions-Mitglieder sind sich bereits jetzt einig, dass dies erst der Anfang war.